Hallo Leute, heute ist der 8.4.2020. Ich melde mich mal wieder aus dem Bett. Ich hatte vorher leider keine Zeit und es wird heute wieder kein Corona-Update. Ich glaube, dass ich jetzt generell keine Corona-Updates mehr gebe, weil ich auf die Seite nicht mehr komme und mir zu wenig Infos holen kann. Ich kann euch nur sagen, was als nächstes wieder geöffnet wird und wie es mit den Schulen aussieht. Da bin ich informiert. Aber was die Sterbezahlen und die Ansteckungszahlen angeht, bin ich nicht mehr informiert. Und das ist auch das, was mich am wenigsten beschäftigt im Moment. Meinem Hund geht's noch immer nicht besser. Wir haben gehofft, dass wir heute Abend die restlichen Blutergebnisse bekommen für ihn, weil der Arzt ja eine Autoimmunerkrankung vermutet. Es waren aber am Abend noch immer nicht alle Ergebnisse da, weil zu wenig Blut abgenommen wurde und jetzt hat er ihm schon wieder Blut abgenommen. Ich meine, wenn er jetzt nicht eine Blutarmut bekommt, weil man ihm ständig Blut abnimmt, dann wundert sie mich nicht. Er hat da schon eine. Und das ständige Blut abnehmen tut ihm auch nicht gut und ja, er ist einfach so klein und so zart. Er hat heute wieder ganz schlecht gefressen. Etwas Pudding und Extrawurst und Käse. Mein Vater ist auch heute nicht zu Hause. Das macht noch einen Teil dazu, dass er nicht frisst, weil er sich vom Papa besser ermutigen lässt, was zu fressen. Und ja, es ist immer schlimmer, wenn er nicht zu Hause ist. Es hat auch den ganzen Tag herumgelegen und hat sich nicht viel bewegt. Ganz anders als gestern. Gestern war er so richtig wach und hat sich viel bewegt und hat viel, relativ viel gefressen für seine Verhältnisse. Und immer wieder gefressen und auch brav getrunken und heute so gar nicht. Und es wäre jetzt schon langsam wichtig, mal Blutergebnisse zu bekommen. Morgen am Abend sollen sie wieder mit dem Hund zum Tierarzt kommen. Da sollen die restlichen Blutergebnisse da sein. Das ist aber noch immer nicht hundertprozentig, weil das Blutergebnis, auf das wir jetzt warten, dafür war zu wenig Blut abgenommen. Und der Test konnte nicht gemacht werden und deswegen gab es keine Ergebnisse. Wir haben in dem Sinne nur die Blutergebnisse wiederbekommen, die er eh schon mal hatte, also dass er Anämie hat, dass die Nieren nicht gut funktionieren und dass er Entzündungswerte im Blut hat. Trotz den vielen Antibiotika, die das er jetzt gespritzt bekommen hat. Irgendwie werden seine Werte nicht besser. Und das kann mit einer Autoimmunerkrankung zusammenhängen. Und jetzt ist halt die Frage, ob er das hat oder nicht. Und morgen hoffentlich haben wir die Ergebnisse dafür. Aber jetzt hat er sich heute nochmal stechen lassen müssen, damit mit eine größere Menge Blut abgegeben werden kann für diesen Test und lässt er sich erstaunlich ruhig über sich ergehen und wehrt sich nicht viel. Zumindest berichten das meine Eltern immer. Es darf ja nur noch ein Besitzer mit rein zum Hund. Und dafür, dass es sonst immer so kratzbürstig ist, lässt er sich ganz schön viel gefallen beim Tierarzt. Aber er wird merken, dass er ihm hilft.
und wird sich deswegen gefallen lassen. Und wer weiß, wie viel Aufstand er doch macht. Ich habe heute mit Kerstin telefoniert. Ich soll jetzt so ein bisschen Urlaub machen, was ich eh schon die letzten Tage gemacht habe. Mich nicht mehr so viel über Corona informieren und auch meine Telefonate und so etwas reduzieren und jetzt nicht zu ihr, aber generell. Sie hat mir versichert, dass sie sich meldet, wenn es zu viel wird, wenn ich ihr zu viel schreibe. Scheibs ist jetzt auch zum Corona-Stützpunkt geworden. Daher überlegen wir jetzt den Kathetertausch in 1,5 Wochen oder 2 Wochen in St. Pölten machen zu lassen, da die noch am wenigsten Corona-Patienten haben, soweit wir wissen. Melk ist ja auch kein Corona-Spital. Und die Süden sind jetzt angeblich so überlastet, dass Scheibs und Lilienfeld dazu gekommen ist. Als Corona-Spital und ja, ist halt schwierig. Wäre dann am sinnvollsten, wenn man sich nicht direkt Corona aussetzen will, dass wir nach St. Pölten fahren, Kathetertausch. Ich bin schon ziemlich müde, das sieht man auch. Ich kann kaum gerade ausschauen und mir fallen immer die Augen zu. Und Sonja war heute da, unabgesprochen, weil ich sie extra nochmal angerufen habe und gefragt habe, ob sie heute doch kommen kann, weil ich mit Mama alleine war. Und mit Mama alleine ist es halt immer ziemlich langweilig. Nicht wegen meiner Mutter, aber wenn wir uns nichts zusammen sagen haben. Weil was sollen wir uns erzählen? Wir erleben momentan nicht viel. Weder ich noch sie. Ich habe gerade wieder mal einen Fehler gemacht und mein Vater gefragt, ob ich mein Handy verkaufen darf. Und das wird er jetzt Mama erzählen, damit sich Mama bei mir wieder aufregen kann. Aber naja, zu wenig drüber nachgedacht. 3 Minuten später, sie war schon da und hat sich aufgeregt. Naja. Soll am besten keinen Cent mehr ausgeben. Ich habe mit 28 sehr viel Selbstbestimmung. Aber egal, ich lasse mich davon nicht ärgern. Es gibt nicht viel Neues. Christoph hat sich heute nicht gemeldet. Ich hoffe, er meldet sich morgen. Und wir haben Zeit, dass wir telefonieren und mal gucken, ob er sich meldet. Aber normalerweise schreibt er mir vorher eine SMS. Und das hat er heute nicht gemacht. Und ja. Das war so ziemlich alles. Sonja kommt entweder morgen oder übermorgen wieder. Und am Samstag. Mal schauen. Sie meldet sich morgen Mittag, ob sie morgen kommt. Und ich würde mich drüber freuen.
Dann bin ich nicht mit meinen angespannten Eltern allein. Aber naja. Mir fällt jetzt eigentlich auch nichts mehr ein. Ich habe zwar vorher noch ein paar Gedanken gehabt, aber das ist jetzt alles nicht so wichtig. Wie gesagt, ich hoffe, dass Christoph sich meldet. Und dass ich morgen wieder mit Kerstin reden kann und ja, oder übermorgen. Weil morgen ist sie, glaube ich, bei den Kindern zu Hause. Und dann wird es wahrscheinlich erst übermorgen gehen, aber naja. Na gut, ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Ciao, Arines.